Frankreich beschuldigt das Vereinigte Königreich des Mangels an Menschlichkeit, nachdem 150 Ukrainer in Calais abgewiesen wurden. Laut UN-Berichten sind inzwischen 1,5 Millionen Flüchtlinge aus ihrem Heimatland geflohen. Der französische Innenminister sagte, Großbritannien habe Flüchtlingen in Calais gegenüber Mangel an Menschlichkeit, nachdem Beamte ihnen die Einreise verweigerten. Er forderte die Priti Patel auf, ein Konsulat im Hafen einzurichten, und sagte, ich bin sicher, sie wird dieses Problem lösen. Der UN-Hochkommissar für Flüchtlinge nannte es die am schnellsten wachsende Krise in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg. Ukrainische Frauen und Kinder sind heute nach einer langen und gefährlichen Reise in der Türkei, Polen und Ungarn angekommen. Boris Johnson sagte voraus, dass mehr als 200.000 Flüchtlinge nach Großbritannien kommen könnten, während die Kämpfe in der Ukraine weitergehen. Laut Priti Patel können Flüchtlinge bis zu 3 Jahre im Vereinigten Königreich bleiben, da das Innenministerium ein Schnellvisumprogramm vorbereitet. Der französische Innenminister hat Großbritannien Mangel an Menschlichkeit vorgeworfen und den Innenminister aufgefordert, mehr zu tun, um den in Calais festsitzenden Flüchtlingen zu helfen, nachdem bekannt wurde, dass 150 Ukrainer von britischen Beamten abgewiesen wurden. Gerald Damanin sagte in einem offenen Brief an Priti Patel, der von der AFP eingesehen wurde, dass die Reaktion des Vereinigten Königreichs völlig unangemessen sei und einen Mangel an Menschlichkeit gegenüber Flüchtlingen zeige, die oft in Not seien. Er fügte hinzu, es ist zwingend erforderlich, dass ihre konsularische Vertretung ausnahmsweise und für die Dauer dieser Krise in der Lage ist, Visa für die Familienzusammenführung vor Ort in Calais auszustellen. Es kommt, wie UN-Zahlen zeigen, dass seit dem Einmarsch Russlands mehr als 1,5 Millionen Flüchtlinge aus der vom Krieg heimgesuchten Ukraine geflohen sind. Viele ukrainische Kriegsflüchtlinge haben eine lange und gefährliche Reise auf sich genommen, um vor der Zerstörung durch Präsident Wladimir Putin zu fliehen. 1,5 Millionen überquerten in 10 Tagen die Nachbarländer. Herr Damanin sprach heute früher mit Radio Europe 1 über Frau Patel und sagte, ich habe zweimal meine britische Amtskollegin kontaktiert und ihr gesagt, sie solle ein Konsulat in Calais einrichten. Wir haben gute Beziehungen zu Patel. Ich bin sicher, sie ist eine anständige Person. Ich bin sicher, sie wird dieses Problem lösen. Es kommt, wie der UN-Hochkommissar für Flüchtlingshilfswerke, Filippo Grandi, es als die am schnellsten wachsende Krise in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg bezeichnete, da sich herausstellte, dass hauptsächlich Frauen und Kinder an den Grenzen ankommen. Herr Grandi twitterte gestern Morgen, mehr als 1,5 Millionen Flüchtlinge aus der Ukraine sind innerhalb von 10 Tagen in die Nachbarländer eingereist, die am schnellsten wachsende Flüchtlingskrise in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg. UNHCR-Kommunikationschef Junga Gedini-Williams fügte hinzu, die Geschwindigkeit dieses Exodus ist ziemlich phänomenal. Wir wissen, dass noch viel mehr unterwegs sind. Außerdem gibt es innerhalb des Landes möglicherweise ebenso viele Binnenvertriebene. Unterdessen wird die Zahl der Kriegsflüchtlinge, die aus der Ukraine nach Polen gereist sind, heute voraussichtlich 1 Million erreichen, wie polnische Grenzschutzbeamte enthüllten, dass es Rekordankünfte gegeben hat. Sie räumten am Samstag an einem einzigen Tag bis zu 129.000 Menschen an den Grenzübergängen ab, was einer Gesamtzahl von 922.400 entspricht. Polen, ein Land mit rund 38 Millionen Einwohnern, nimmt die meisten Flüchtlinge unter den Nachbarn der Ukraine auf. Einige, die nach Polen eingereist sind, sind in andere Länder weitergezogen. Der Leiter des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen sagte am Sonntag, dass seit dem Einmarsch Russlands mehr als 1,5 Millionen Flüchtlinge aus der Ukraine in die Nachbarländer gekommen seien.
Nach Angaben der rumänischen Grenzpolizei sind seit Beginn der Krise insgesamt mehr als 227.000 ukrainische Staatsbürger nach Rumänien eingereist und mehr als 155.000 von ihnen haben das Land bereits verlassen. Während eines Besuchs am Samstag an Rumäniens Nordgrenze bei Siret sagte der rumänische Präsident Klaus Iohannis, dass keinem Ukrainer die Einreise nach Rumänien verweigert wird. Er sagte, die rumänischen Behörden glauben, dass die Situation lange Zeit andauern wird und die Komplikationen sich verschlimmern werden. Der Präsident fügte hinzu: Wir glauben, dass sich diese humanitäre Katastrophe ausbreiten wird, dass hier, aber auch in der Ukraine viel Hilfe benötigt wird. Am Samstag besuchte US-Außenminister Antony Blinken ein von polnischen Behörden eingerichtetes Willkommenszentrum in einem ehemaligen Einkaufszentrum in Koszowa, in dem rund 3000 Flüchtlinge Zuflucht suchen. Herr Blinken hörte erschütternde Geschichten von Müttern und ihren Kindern, die lange und gefährliche Reisen, und den Schock der plötzlichen Unterbrechung und die Angst um ihr Leben, beschrieben, nachdem sie vor den Verwüstungen des Krieges geflohen waren. In der Nähe unseres Hauses hörten wir Bomben, sagte Venera Ahmadi, 12, die sagte, sie sei mit ihrem Bruder und ihrer Schwester, 6 Hunden und 7 Katzen aus Kiew gekommen, 372 Meilen entfernt. Wir sind zur Grenze gelaufen, ich weiß nicht, wie viele Stunden. Wir haben die Grenze zu Fuß überquert. Ihre 16-jährige Schwester Jasmine sagte, ich hatte Angst, dass ich sterben würde. Natalia Kadigrob, 48, erreichte das Zentrum mit ihren 4 Adoptivkindern aus Kropivnytschi, fast 500 Meilen mit dem Bus. Ihr Mann blieb zurück. Dort haben sie Flugzeuge am Flughafen bombardiert, sagte sie. Natürlich hatten wir Angst. Tatjana, 58, die ihren Nachnamen nicht nennen wollte, kam mit ihrer Tochter Anna, 37, und Annas Töchtern Katja und Kira, die 6 und 1 Jahr alt sind. Sie stammen aus Charkiw, etwa 600 Meilen vom Tierheim entfernt. Sie haben auf der Straße geschossen, sagte Tatjana. Anna sagte, ihr Haus sei durch eine Granate oder eine Rakete zerstört worden. Sie war mit ihren Töchtern im Keller, als die Explosion passierte. Sie sollten in der Schule sein, sagte Anna. Sie sind Kinder, sie verstehen nicht.